Herzlich willkommen. Meine Königin, kannst du mich hören? Ich lebe. Gerade so. Wir haben dich zurück zum Leviathan geschleppt. Ruhe dich aus. Ich werde den Schwarm führen, bis du geheilt bist. Warum versuchst du nicht, den Schwarm an mich zu reißen? Weil ich noch viel von dir zu lernen habe, meine Königin. Genug. Ihr geht es schon besser. Aber sie muss sich ausruhen. Ja, so, jetzt kann ich wieder quatschen. Willkommen zurück, meine kleinen Freundchen. StarCraft 2 Heart of the Swarm hier. Ich hoffe, euch geht's gut, mir auch. Und wir hören uns gleich mal das erste Gespräch an. Sobald Jim sicher ist, bist du dran, Mengsk. Und deine Hybriden können dir nicht mehr helfen. Das ist schön, Isha. Der Schwarm war einst das Werkzeug Amons. Er wird versuchen, uns ein weiteres Mal zu benutzen. Ich werde mich auf seine Ankunft vorbereiten. Aber erst, wenn ich mit Mengsk fertig bin. Natürlich. Natürlich, meine Königin. Und du Kopf. Narut ist tot. Das Hybridenlabor zerstört. Ich bin das letzte lose Ende. Vermutlich wirst du mich nun töten. Wenn du gehen willst, werde ich dich nicht aufhalten. Ha, wohin sollte ich gehen? Halb Zerg, halb Mensch, ein Monster. Ich verstehe dich, glaub mir. Bleib beim Schwarm und vielleicht wird sich ein Weg vor dir auftun. Zumindest wird es interessant werden. Ja, das wird's auf jeden Fall. Deswegen bleibt man beim Schwarm. Ultralisken. Unterlisk gräbt sich ein und stürmt auf Einheiten zu. Wenn sich der Ultralisk ausgräbt, werden alle gegnerischen Einheiten zurückgestoßen. Okay. Er erhält bis zu 40% des normalen Angriffs verursachter Schaden als Trefferpunkte. Das ist natürlich ganz toll. 20 Flächenschaden auf einen Anstieg von 4 und... Boah. Das ist natürlich auch... Aber wir nehmen das da. Dann nützt er uns auch mehr. Ja, als nächstes reisen wir. Wohin? Isha, bring den Leviathan auf Kurs. Wir verschwinden. Königin, du hast etwas im Labor gesehen. In Aruts Gedanken. Ich sah Amon. Älter als das Universum und mächtiger als ich begreifen kann. Und jetzt ist er am Leben. Dann wird dieser Amon vom Schwarm vernichtet werden. Wir wissen noch nicht einmal, wo er ist. Wir müssen uns auf ihn vorbereiten. Doch habe ich erst noch andere Rechnungen zu begleichen. Natürlich, die müssen wir als erstes begleichen. Wenn du es befiehlst, bringen wir den Leviathan in das Gebiet der Liga und suchen das terranische Raumschiff Hyperion. Wünschst du ihre Hilfe dabei, den Terraner Jim Raynor zu finden? Ja, das ist wahrscheinlich jetzt der letzte Abschnitt der Mission, deswegen können wir uns auch nur noch darauf beschäftigen. So, jetzt bin ich gespannt. Brücke der Hyperion, 21.27 Uhr Bordszeit. Malarian, wir empfangen eine Art Signal. Warnung, psionische Wellenform entdeckt. Stärke übersteigt Skala. Kerrigan, was ist mit Ihnen geschehen? Wie? Wir haben keine Zeit. Hört gut zu. Jim ist am Leben und ich kann ihn nicht finden. Aber ihr schon. Hackt das Netzwerk der Liga und findet heraus, wo sie ihn festhalten. Wir können ihr nicht trauen. Valerian, wenn die Chance besteht, dass Jim noch lebt, gehe ich ihn suchen. Sich in das Netzwerk der Liga zu hacken, wird nicht einfach. Nur ein Mann kann das Netzwerk hacken. Colonel Orlan. Und er wird gefangen gehalten von... Mira Hahn. Die Söldnerin? Ist sie nicht eine Freundin von Ihnen? Nicht ganz. Es ist... kompliziert. Bringen wir es einfach hinter uns. Finde ihn, Matt. Das schulden wir ihm beide. Das schulden wir ihm also beide. In dem Fall ist ja quasi der Matt genötigt worden. Und wer den Wings of Liberty kennt, der weiß ganz genau, inwiefern die beiden sich kennen.
Was ich mich allerdings jetzt frage, wieso wir jetzt diese beiden hier wieder sehen. Wir haben das Territorium der Liga erreicht. Sollen wir nach Korhal vorstoßen? Noch nicht. Ich muss vorher noch etwas erledigen. Wird es uns einen besonderen Vorteil verschaffen, meine Königin? Soll Abatur sich auf eine neue Essenz vorbereiten? Ruhe, Isha. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Es wird nicht gut ausgehen, aber es führt kein Weg daran vorbei. Natürlich, aber ich kann euch jetzt schon verraten. Wenn ich die Sterne so vor mir sehe, denke ich an die Erde. Ich erinnere mich an ihre grünen Hügel. Du kannst nicht nach Hause zurückkehren. Ich weiß, auf der Erde ist für mich kein Platz mehr. Ich meinte, ich würde es dir nicht gestatten. Deine Rückkehr würde von der Erdregierung bemerkt werden. Sie könnten eine weitere Expedition in unsere kleine Ecke des Weltraums beabsichtigen. Eines Tages werden sie zurückkehren, das weißt du. Ja, und ich werde darauf vorbereitet sein. Ach so, na dann, ja. Um das am besten gesicherte Netzwerk der Liga zu hacken, benötigen wir den besten Dechiffrierexperten, den es gibt, Colonel Orlan. Leider wird er von Mira Han gefangen gehalten. Eine gemeine und verrückte Söldneranführerin. Woher du sie nur kennst, Matt. Erzähl es uns bitte. Ich lach mir da immer wieder den Arsch drüber ab. Ach so, ja, jetzt ist natürlich erstmal der Ladebildschirm dran. Was hätte auch anderes kommen sollen? Ah, natürlich. Ah, jetzt fangen wir mal an. Mira Han, hier spricht Prinz Valerian. Können Sie mich hören? Natürlich, Prinzessin. Und ich weiß auch, dass Matthew in der Nähe ist. Ich will mit ihm sprechen. Sie vergessen, mit wem Sie hier reden, Söldner. Hallo, Mira. Matthew, du schreibst mir nicht, du rufst nicht an. Man könnte meinen, ich sei dir egal. Wir brauchen deine Hilfe. Du hast Colonel Orlan und wir brauchen ihn. Er ist der Einzige, der das chiffrierte Netzwerk der Liga hacken kann. Nun, ich würde gerne helfen. Ich brauche nur die Erlaubnis von James Rayner. Jim ist im Moment nicht hier. Oh je, in dem Fall kann ich euch Colonel Orlan nicht überlassen. Mira, wir brauchen Orlan, um Jim zu befreien. Gib ihn doch einfach frei. Unser Ruf ist alles, was wir Söldner haben, Schatz. Ich werde meinen Gefangenen niemandem außer dem Kunden überlassen. Noch nicht einmal jemandem mit deinem verflucht guten Aussehen und Charme. Tut mir leid. Wir können ihre Aktivitäten in diesem Asteroidenfeld unterbinden. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Wir müssen ihre Hauptbasis zerstören. Aber sie wird es uns nicht leicht machen. Wir müssen unsere eigene Basis errichten. Eine von Miras Flotten hält sich in der Nähe auf. Wir können sie ausschalten und dort selbst Station beziehen. Gut, dann machen wir das doch glatt mal so. Haben wir noch irgendwas außer die Hyperion? Natürlich nicht. Langsame Fahrt voraus. Die Hyperion. Haltet die Augen auf. Die Sensoren zeigen uns jetzt die Position von Miras Station an. Aha. Lasst uns anfangen. Hey Jungs, die Asteroiden vor uns sind zu ganz vorsichtig. Wow. Gut, diese kurzen Sprünge sind auch nützlich, wenn ihr in Gefahr geratet. Machen Sie so. Ah, sehr Zucker hier, was wir machen. Haltet die Augen offen. Haben wir noch irgendwie einen anderen Angriff? Mira hat eine Kampffliegerpatrouille in der Nähe. Es sind mehr, als unsere Hauptgeschütze auf einmal erledigen können. Aber wir können unsere eigenen Kampfflieger rausschicken. Das wird die Chancen ausgleichen. Ja, machen wir es so. Bestätigt. Ja, dann machen wir unsere eigenen Kampfflieger-Schwuchtelies. Koordinaten eingegeben. Diese Abwehrstationen haben eine große Reichweite und verursachen verdammt viel Schaden. Zum Glück verursacht unsere Yamato-Kanone aber noch mehr. Ja. Zum Glück, oder? Koordinaten eingegeben. Ah, was haben wir denn hier? Machen Sie so. Beginnen Einsatz. Ja. Yamato kennen. Ganz vorsichtig. Dann machen wir es mal hier so. Ach, Zucker. Haben wir uns hier freigekämpft.
gute Arbeit. Wir können diese Basis verwerten, sodass sie ab jetzt automatisierte Kampfflieger für uns produziert. Na klar. Jedes Mal, wenn sie eine Flotte zusammengestellt hat, wird sie sie gegen Miras Jungs in den Kampf schicken. Können wir da nicht einfach mit ihr drüber reden? Hier draußen funktionieren die Dinge anders, Valeria. Hey, Magnetminen! Diese Schätzchen können ganz schön wehtun. Sie werden gerade auf dich zufliegen, also kannst du ihnen ausweichen. Du kannst auch einen Sprung einsetzen. Ja, das machen wir doch glatt, oder? Langsame Fahrt voraus. Aber Mineralien auch. Mineralienfelder. Wir können sie abbauen, um mehr Ressourcen zu erhalten. Oh, ja. Besorg dir die Mineralien und ich kann die Hyperion mit Upgrades versehen und sie noch stärker machen. Das finde ich natürlich sexy. Die Sensoren zeigen mehrere Mineraliencluster in der Nähe. Sie werden allerdings von Magnetminen geschützt. Ja. Koordinaten eingegeben. Was denn auch sonst, oder? Ganz vorsichtig. Ohahaha. Ganz vorsichtig. Haltet die Augen offen. Oh yeah, machen Baby. So. Oh, exzellent. Laut den Sensoren haben wir alle Mineralien in dieser Gegend eingesammelt. Yeah, Baby. Yeah. Bestätigt. Upgrade abgeschlossen. Ganz egal was. Alles ist jetzt besser. Beschaffen wir mehr Mineralien und wir wiederholen das. Okay. Dann machen wir das so. Starke Verteidigung. Und sie haben ein Großkampfschiff. Wir könnten sie natürlich jederzeit umgehen. Aber vielleicht haben sie göttliche Ressourcen oder Ausrüstung. Oh oh. Das hat natürlich jetzt wehgetan. Ah, es hat wehgetan. Scheiße, war das hässlich. Kurs ermittelt. Das ist ein Reparaturbot. Wenn wir ihn uns schnappen, kann ich die Hyperion sofort reparieren und unsere verlorenen Kampfflieger ersetzen. Unsere Systeme sind außer Gefecht. Oh. Ich kümmere mich drum. Ja, ja, jetzt will er sich hier verziehen, oder was sagt er da? Auf Kurs. Ah, hat er wehgetan. Ja, hier, wo ist denn die Maus? Ach so, ja. Langsame Fahrt voraus. Hat er keine Mineralien Sie abgeworfen? Sie haben einen Generator für elektrische Felder. Dieses Baby sorgt dafür, dass gegnerische Schiffe überlastet werden und setzt sie so kurzzeitig außer Gefecht. Installieren Sie es, Chefingenieur. Es ist bereits aktiv, Jungchen. Ich verrichte gute Arbeit. Jungchen? Ja. Koordinaten eingegeben. Jungchen. Oh, Matthew, ich hasse es, wenn wir uns streiten. Kann es sein, dass sie beide eine gemeinsame Vergangenheit haben? Gleich werden wir pulverisiert. Auf Kurs. Ja. Ich habe aus Versehen den Warp-In-Befehl gegeben. Ah, fuck. Ich bitte dich, lass mich nicht komplett neu anfangen. Das wäre natürlich das größte Übel von allem. Oh, bitte nicht. Bitte, 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 bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte, bitte, bitte nicht. Ja, wir müssen nicht komplett neu anfangen. Sie haben einen Generator für elektrische Felder. Dieses Baby sorgt dafür, dass gegnerische Schiffe überlastet werden. Ja. Und setzt sie so kurzzeitig außer Gefecht. Installieren Sie es, Chefingenieur. Ja. Es ist bereits aktiv, Jungchen. Ich verrichte gute Arbeit. Jungchen? Ja, was denn sonst? Die Augen offen. Was bist du denn sonst als ein Jungchen? Oh, Matthew, ich hasse es, wenn wir uns streiten. Oh, oh, oh. Es scheint, dass sie beide eine gemeinsame Vergangenheit haben. Ermutigen Sie sie nicht. Ach. Kein Stress, Leute. Wir haben das im Griff. Ja, ja, wir machen das hier jetzt anders. Aha. Ja. Jetzt, Leute. Bestätigt. Der Raumhafen baut noch mehr Schiffe, um uns anzugreifen. Okay. Wir müssen ihn schnell ausschalten. Ja, wir machen ihn jetzt kaputt. Mach
Wir werden jetzt aber eiskalt eigentlich am liebsten, dass wir... Ja. Auf Kurs. Gute Arbeit. Rennt weiter vorwärts. Matthew, das war nicht nett von dir. Vollautomatisierte Basen sind ziemlich teuer. Ach. Langsame Fahrt vor. Was du nicht sagst, Mira, aber... Das juckt mich nicht. Weiß er das, Mira? Das juckt mich nicht. Koordinaten eingegeben. 400 von 1000. Einmal hier ganz einfach, einfach alles zerlegt. Einmal den hier schön ausgedribbelt und... Oh ja, Zucker. Ja, ja, jetzt mach mal hier nicht so eine Welle, bitte. Macht mal jetzt bitte nicht so eine Welle, Leute. Wo ist jetzt die scheiß Maus? Jetzt seid ihr aber zack und hier. Wir machen hier alles fertig jetzt. Mhm. Ja, ja. Das werden wir nicht. Oh, war das lächerlich. Na, dann geht wieder rein, Jungs. Wir brauchen euch. Alter. Aber es sind wenigstens alle jetzt durch. Ja. Jetzt müsste auch die Stufe 3 erreicht sein. Locker sogar. Hey, die Hyperion ist jetzt noch stärker. Echt? Kannst dich später bedanken. Echt? Ich glaube, das waren alle Mineralien, die es hier in der Gegend gibt. Ja. Yeah. Ach, da habe ich sogar noch welche vergessen. Siehst du das? Ah, das ist schon nicht ganz so gut von mir. Aber wir sind eh... Oh, wir könnten da auch noch einige Minerals einsammeln. Ja, das machen wir dann glatt nochmal. Komm, Leute, das... Also so viel Zeit muss dann schon sein, finde ich. So viel Zeit kann man sich dann auch schon nehmen. Schließlich lebt man... Da hat er tatsächlich ein Ding vergessen, oder? Der sagt... Ne, er hat nur den Reparaturbot nicht genommen, den er eh nicht nehmen kann. Nehme ich ihn nicht mal übel dann. Boah, ist ja lächerlich, dass mich das Ding fickt jetzt, ja. Koordinaten eingegeben. Ja, kommt her, Leute. Auf Kurs. Hat mich nichts erwischt von denen, also ganz Zucker. Haben wir jetzt Stufe 3 auch erreicht. Alles klar, sie hat sämtliche Upgrades. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr Leistung aus ihr herauspressen können. Matthew, du hast all meine Mineralien gestohlen. Oh, Matthew. Du böser, böser Junge. Oh. Oh, du böser, böser Junge. Koordinaten eingegeben. Ah, das hätte natürlich jetzt auch noch gesessen. Alle auf Kampfstation. Ah, die haben natürlich mir auch nochmal schön einen reingedrückt hier. Aber kein Stress. Uff, das ist natürlich nicht so clever. Oh, mal hier, schau mal. Habt ihr einiges zum Arbeiten. Alle, 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 Attacke. Mama hier. Matthew, glaube nicht, dass ich es dir leicht machen werde. Das glaubt auch niemand. Ich habe immer gedacht, du magst es hart. Ja, es kommt jetzt aber auch ganz drauf an, wie sie das hart definiert, oder? Würde ich behaupten mal. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oh. Oh ja. Haben wir hier alles zerstört, was man zerstören kann. Und wir brauchen noch nicht mal alle Mineralien, oder wie?
Machen wir mal hier nochmal schön den da weg. Blasen wir ihn einfach komplett weg. Einfach weggeblasen, alles. Zack. Also hier ganz Zucker. Mira Basis. Wir werden jetzt erstmal alles aufsammeln. Gib schon auf, Matthew. Ich werde nett zu dir sein. Versprochen. Ach, du bist nett zu mir. Das ist es ja, wovor ich Angst habe. Stell meine Geduld nicht auf die Probe, aha, Matthew. Dies hast du dir selbst zugeschrieben, Mira. Ich wollte es nicht so weit kommen lassen. Vorsichtig. Ist das so? Oh, hey, Zucker, was wir hier machen. Oh, hier, Zucker. Oh, oh. Oh, das waren ja ganz schön viele Minen. Macht sie kaputt. Bumm. Seltsam. Können wir bitte einfach Colonel Orlan einsammeln und verschwinden? Und zwar jetzt. Ich schicke diesen schäbigen Typen in einem Shuttle zu euch. Ihr seid doch alle verrückt. Warum sollte ich euch helfen? Wir könnten sie auch zurück zu Mira Hahn schicken. Sagt mir, was ihr braucht. Dank dir muss ich jetzt Miras Marodeure neu aufbauen, Matthew. Aber wir sehen uns wieder. Nicht allzu bald, hoffe ich. Und ich dachte, die Politiker der Liga hätten einen rauen Umgangston. Ah, Jungchen, du hast keine Ahnung. Warum verhindern sie auf einem Schirke, dass die Hyperion von einem Magnet... Ja, ah, Kakalaki, Scheiße. Aber egal, bis zum nächsten Mal.